Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück auf dem Sephiron-Plateau. Wir kämpfen gegen Jaskobar, a.k.a. Verdimi. Wer ihn nicht kennt, Verdimi TV, Verdimi, auf Twitch. Ein cooler Twitch-Streamer, aber hat auch einen YouTube-Channel. Ist ein Poketuber, einer der neueren Sorte. Meiner Meinung nach ein sehr guter Newcomer und ein sehr, sehr krasser Supporter. Heute kämpfen wir gegen Verdimi. Verdimi ist einer, gegen den ich schon länger mal kämpfen wollte. Und ich glaube, er auch gegen mich. Falls ihr das Battle auch auf YouTube hochlädt oder generell, dann werde ich das auf jeden Fall verlinken. Dann könnt ihr das auch aus seiner Sicht sehen. Oder wenn nicht, dann ist trotzdem der Link zu seinem Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei. Ich glaube, das würde sich auf jeden Fall lohnen. So, auf jeden Fall kämpfen wir jetzt gegen ihn. Interessant. Ich werde auf jeden Fall mal mit Eclipse leaden. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Das macht nicht viel Sinn. Er wird wahrscheinlich mit... ja, mit was wird er leaden? Flampivian, hier, ne? Flampivians. Ja. Das Problem ist, dass wir leider mit Zoroark kein gutes Pokémon haben gegen sein Team, auch wenn es mich schmerzt, das zu sagen. Wir treffen überhaupt nichts mit Zoroark, vor allem, weil es die physische Variante ist. Iron! Ja, da haben wir seinen Panferno. Ja, Verdimi ist ein guter Spieler. Ich gehe mal davon aus, dass er das schon predicted hat und weiß, dass wir mit Arachni leaden. Allerdings ist das, wie gesagt, Eclipse. Die Sache ist jetzt die, er wird niemals für einen Nahkampf gehen, weil eine Arachni resistet. Das heißt, er wird, wenn dann, für einen Feuerschlag oder für einen Flammenblitz gehen. Will ich Kehrtwenden, um seinen Sash zu brechen? Das Ding ist, er outspeedet mich, glaube ich, oder? Wie schnell ist Pan... Goddamn, Ferno. So, mit den blöden Kabeln über die Tastatur, Alter. Das ist so nervig. Was für eine Init hat er? 108. Okay, das heißt, wir outspeeden tatsächlich. Und für einen Mark Punch geht er definitiv nicht. Ich gehe für eine Kehrtwende, um seinen Sash zu brechen. Verhöhner. Okay. Ich hatte eh vor, dich anzugreifen, mein Freund. Ich glaube, er denkt wirklich immer noch, dass es Voltula ist. Das war's mit dem Focus Sash. Jetzt haben wir einen schönen Switch. Bra! Und haben deinen Sash kaputt gemacht. Zu was gehe ich raus? Zu Inuyasha? Zu Valorgladi? Valorgladi outspeedet leider eben noch nicht. Ich kann aber auch einfach safe zu Mongo rausgehen, weil Mongo... er hat nichts, was er Mongo in den Weg stellen will, außer vielleicht sein Zapdos. Und das könnte ich jetzt burnen mit dem Siedewasser. Ne? Wenn er zu Zapdos rauswechselt... könnte es vielleicht einen Burn bekommen. Oh, er geht für die Tarnsteine. Okay. Er sackt also quasi seinen Affen. So, das war's mit Iron. Das ist schon mal sehr gut, dass das Lead-Pokémon down geht mit Iron. Er wollte unbedingt noch die Stealth Rocks rausbringen. Ist sehr gut, denn so kann er mein Zoroark unterscheiden. Ne, meine Freunde. Weil das Ganze mehr Damage machen würde dann natürlich. Will ich mit Eisstrahl auf den Zapdos gehen? Er wird natürlich für einen Donnerblitz gehen, aber ich habe die Offensivfeste, also... rein theoretisch wäre der Play nicht so mies. Ich könnte allerdings auch zu Bronzong raus. Das Problem ist, er kann halt nur für eine Dingens gehen dann. Ja, ich gehe einfach mal für einen Eisstrahl, mal gucken, was... oh, er geht für einen Volt-Switch, weil er denkt, dass ich hier rauswechsel. Okay. Well played, my friend! Tja, zu was gehst du raus? Das ist hier die Frage. Er hat halt natürlich vieles, was er reinswitchen kann. Crobat wird er niemals reinholen. Wenn dann, wenn überhaupt. Nee, Gyarados auch nicht wegen dem Burn. Wenn, na, Impagato kann er auch nicht. Empoleon, ja. Empoleon ist das Einzige, was er reinbringen kann. At the moment. Und das Ding muss ich auf jeden Fall auch mal noch töten, weil der Boy kann, okay, er hat Überreste.
Der Boy kann mich ziemlich böse defoggen. Ne? Naja, was heißt, was will er mich defoggen? Aber er kann halt abschlagen. So, ich glaube aber nicht, dass er mich jetzt mit einem Hit töten kann, so. Soll ich für eine Psychoschock gehen? Ich gehe für einen Psychoschock, oder? Wird zwar resisted. Was macht mehr Damage? Psychoschock, der halbiert wird, oder ein Flammenwurf, der auch halbiert? Ja, ein Psychoschock natürlich, ne? Ich gehe einfach mal für einen Psychoschock. So. Wird resisted, ich weiß. Macht aber ein bisschen was an Damage. Und was macht er? Brüller. Dankeschön! Dankeschön, mein Freund! Dankeschön! Das ist wirklich super für mich. So. Und jetzt wird's interessant. Denn. Was wechselte er rein gegen mein Arachne? Ich gehe für einen Donner. Er kann weder Zapdos reinholen, noch sonst was, weil ich treffe all seine Pokémon sehr effektiv mit Arachni. Das ist halt das Problem, ne? Oh, und er kriegt die Para. Oh, und er kriegt die Full Para. Das ist natürlich bitter. Die Sache ist die, Verimi. Es lohnt sich gar nicht, das Klebenetz rauszuhauen, weil deine X-Bart wird nicht davon getroffen, dein Gyarados wird nicht davon getroffen, dein Zapdos wird nicht davon getroffen und dein Empoleon kann defoggen. Es bringt mir also rein gar nichts, außer gegen dein Impagator. Und das Impagator ist in diesem Moment nicht das Problem. Will ich Kiefer gebrummen, wird resisted, ne? Nope, ich gehe für einen Donnerblitz. Tut mir auf jeden Fall leid, werde ich. Für die Fullpara, das wäre echt ein bisschen unlucky für dich. Aber bisher läuft das Match echt so, wie ich das geplant hatte. Du hast mich schön in meinen Arachni reingebrüllt. Das war echt nice. So, und jetzt sind zwei deiner Starter tot. Du hast noch einen dritten Starter, ne? Mhm, aber zwei, die mir ins Auge stechen, die sind auf jeden Fall schon mal tot. Das Gyarados outspeedet mich nicht. Big One-Shotted. Das Einzige, was du machen kannst, ist mit X-Bart reinzukommen. Jupp. Wahrscheinlich gebandet. Ich kann aber zu Bronzong raus. Bronzong tankt jeden Hit. Ich weiß, du wirst für einen Wall-Switch gehen. Außer du hast es satt zu overpredicten. Dann gehst du nämlich jetzt für einen Sturzflug. Und dann bist du wahrscheinlich gebandet im Sturzflug in Bronzong. Ja. Verimi geht nicht mehr für die Kehrtwenden und für die Wall-Switches etc. Wall-Switch? Wie komme ich auf Wall-Switch? Aber für die Kehrtwenden, weil... Oh, er hat Überreste. Giftschleim. Okay, das ist interessant. Dann gehe ich tatsächlich jetzt mal für die Tarnsteine. Jo, Kehrtwende kommt. Ich weiß nicht, was reinkommt. Kann sein, dass Dingens reinkommt hier. Impagator. Und dann würde ein Gyro Ball natürlich nichts machen. Toxin hätte ich nicht machen können, falls er drin bleibt. Deswegen gehe ich für die Tarnsteine. Ist sehr gut für all seine drei Pokémon, die noch verbleibend sind. Und er hat keinen Defogger mehr, außer sein Zapdos kann Defog. Das glaube ich aber nicht. Na gut, seine... Warte mal, wenn er Giftschleim drauf hat, dann könnte auch sein X-Bart defoggen. Theoretisch. Was ich aber definitiv machen werde, ist, das Ding zu toxinieren. Denn ich habe keinen Bock auf ein drachentanzendes Impagator. Und ich bin am Verrecken, Freunde. Es ist der vierte Kampf und ich bin am Sterben. Normalerweise hätte ich jetzt easy noch Energie für 3-4 Battles, aber ich glaube, das wird das letzte sein für heute, weil ich einfach so am Sterben bin gerade. So, Verimi. Was wirst du machen? Wofür wirst du dich entscheiden, mein Freund? Welchen Play wirst du tun? Ich habe halt schon ein sehr solides Team dabei heute. Alleine mit Lamos. Lamos ist so ein krasses Backup. Lamos hat vorhin ultra die Hits getankt von vielen seiner Pokémon. Ist jetzt mittlerweile schon wieder fast voll. Ne? So, Verimi, entscheide dich. Ist bestimmt am Kerken, der Boy. Bam, 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 ein japanisches Pokémon, aka Zapdos, kommt in den Kampf. Okay, will er roosten?
Wenn er roosten möchte, dann GG, weil dann kann ich dich einfach mit dem Toxin wegklatschen. Ich weiß, du hast Hitzewelle. Es kratzt mich aber nicht, weil mir ist es wichtiger, das Zapdos wegzuknallen. Da kommt die Hitzewelle. Oh, das hat viel Schaden gemacht, Alter. Und er wehrt das Toxin ab. That is not good, meine Freunde. Ja, das ist tatsächlich nicht gut jetzt gerade. Vor allem, weil Bronzong halt mein Switch-In ist für... Ne? Okay, ich habe eine Idee. Ich gehe raus zu Lamos. Wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, weil Verdimi hat eine Vollpara bekommen und das hat echt wehgetan. So. Deswegen, ich will mich da gar nicht beschweren. Oh, okay, Volt-Switch. Nice. Das ist cool. Weil Mongo kann sich jederzeit wieder hoch regenerieren. Und ich kriege meinen Bronzong nochmal raus, um es als Vorder zu verwenden. Um irgendwie die Switch Initiative zu bekommen oder wenigstens einen Free Switch, ne, um es zu fordern. Denn mit deinem Zapdos drin ist das Ganze ziemlich ekelhaft. So, Impagator kommt rein. Okay. Ich glaube, Impagator kann Knirscher. That is the problem. Ich gehe mal zum Bronzong raus und fordere es einfach mal. Um Zapdos kümmere ich mich, wenn es alleine ist. So. Da kommt der Knirscher, ist neutral. Beziehungsweise, nee, sehr effektiv, ne? Ja. Stahl resistet ja nicht Unlicht. Das war ja mal so, ne? Also, ich kann jetzt wieder rein zu Eclipse, denn da kommt Mongo rein und für ihn fällt das vielleicht nicht auf, weil wir die Regeneration drin haben. I don't know. Das Problem ist, will ich sweepen? Nein, will ich nicht, weil sein X-Bart outspeedet mich. Und ich gehe einfach für einen Abschlag. Okay. X-Bart. Okay, damit bekomme ich den Giftschleim weg. Das ist super. Das ist super. Das ist das Best-Case-Szenario. Bam! Hätte ich jetzt einen Tiefschlag, Alter. Hätte ich jetzt einen Tiefschlag. Will ich in die Kehrtwende rein switchen mit Mongo? Weil er kann halt einfach Kehrtwenden. Oder in den Sturzflug. Ja, wenn er Sturzflug, dann ist sein X-Bar tot. Wenn er Kehrtwendet, dann überleben wir das knapp. Mit den Tarnsteinen. Schwierig. Sein X-Bart ist jetzt auf jeden Fall tot, weil wegen den Steinchen. Wenn er wieder rein switcht, sein X-Bart, dann ist es weg. Er hat immer noch das Vorder. Okay. Impagator kommt rein. Jetzt ist die Frage. Will Impagator aufsetzen? Und kann ich Eclipse noch brauchen? Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist Mongo. Mongo kann ich nicht abschreiben. Ich gehe raus zu Eclipse, weil der Knirscher wird resistet. Wir outspeeden, können noch einen Abschlag raushauen. Da kommt Eclipse rein.
Oh, Drachentanz. Okay. Dann werde ich jetzt für den Abschlag gehen müssen. Das Problem ist, ein plus 1 Crunch nimmt mein Mongo raus. Ja, Impagato ist halt ein super gefährliches Pokémon, ne? Ich gehe für einen Abschlag. Kaskade, okay. Ja. Das war's mit Impagato. Und die Sache ist halt die, ich bekomme Tarnsteinschaden. An der Stelle hätte ich vielleicht doch das Klebenetz raushauen sollen. Dann hätte ich jetzt nicht ein Problem. Weil dann würde ich einfach outspeeden. Er kann jetzt nämlich mit einem Knirscher neutral treffen. Meine physische Seite. Ne? Ich hoffe, dass er ein plus 1 mit plus 1 Kaskade überlebt. Sonst haben wir ein Problem. Dann sweept er mein Team mit einem Impagator. Was sehr scheiße wäre. Wow, Crit. GG, Alter. Jetzt sweept er. Das ist das Problem, meine Freunde. Ich kann mit Mongo nicht wirklich viel tun, weil er hat einen Crunch. Ich kann mit Arachni reinkommen und einen Donner drücken, aber er wird mich halt outspeeden. Ah, das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Naja. Ich will mich nicht beklagen, weil wie gesagt, wir haben ihm auch ziemlich hart zu schaffen gemacht mit unserer Para, die wir da bekommen haben. Aber das ist jetzt gerade echt hart, Mann. Er sweept mit einem Drachentanz. Einen Drachentanz braucht er nur. Das ist ekelhaft. Ja, wir gewinnen eh nicht mehr. Ich kann rein zu Inuyasha. Inuyasha wird aber nichts machen können, weil er keinen Poison hat. Ah, das ist ekelhaft, Mann. Das ist richtig behindert. Ein Dragon Dance. GG. Impagato gewinnt mit einem Dragon Dance. Das Game hat richtig gut ausgesehen. Bis er mit Impagato reinkommt und Dragon Dance raushaut. Ich weiß nicht, ob der Crit gemattert hat. Ich gehe davon aus, es ist immerhin mega. Krass, Alter. Werde mir GG, Mann. Also, echt. Krass. Einmal Drachentanz drücken und gewinnen. Krass, Mann. So krank. Jetzt kann er einfach auf Crunch drücken und das war's. Wow. Heftig, Alter. Ich bin ein bisschen sprachlos, Leute, weil ich finde, ich habe gut gespielt und ich finde... Ich habe ihn schon ein bisschen outplayed, den Verimi. Aber dass er mit seinem Impagato mein ganzes Team einfach wreckt mit einem Drachentanz, das ist krass. Das Ding ist halt, hätte ich überlebt mit Valor Gladi, hätte er, wenn überhaupt, mit ein paar KP überlebt, ich hätte auf Shadow Sneak drücken können, ihn revengen, wenn es nicht gereicht hätte, hätte ich auf Ruckzuckhieb drücken können mit Dingens und hätte das Game relativ safe gehabt, aber... Okay, ein Drachentanz mit dem Pagator. GG, Verimi. Auf jeden Fall gut gespielt. Und ja, wie gesagt, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und checkt mal Verimi aus auf seinem Kanal. Wie gesagt, vielleicht hat er das Battle hochgeladen. Und wenn nicht, dann ist einfach der Kanallink in der Beschreibung. Freunde, das war's aber wieder. Ich glaube, jetzt für die Session wirklich, weil ich bin jetzt echt verschwitzt und ich möchte weg von hier. Es ist echt nicht angenehm, so aufzunehmen, Leute. Either way, habt einen schönen Tag, Freunde. Danke, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.